ein herzliches Hallo von mir an euch zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar werden wir Submerged gemeinsam spielen. Das Spiel ist schon 2015 erschienen. Ich habe es seit ein paar Monaten in meiner Steam-Bibliothek und jetzt dachte ich mir, ich spiele es mit euch, für euch. Wir spielen es jetzt zusammen auf YouTube. Und Submerged ist ein sehr atmosphärisches Spiel in Third Person. Es gibt keine Kämpfe, es gibt ein paar kleine Rätselchen, so würde ich es nennen, also Wegerätsel. Und ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Ich nehme euch mit und ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit mit diesem Spiel. Ich verliere auch nicht viele weitere Worte, sondern ich starte einfach direkt in das Spiel. Ich wünsche ganz viel Spaß mit Submerged. Wow, wie schön sieht bitte dieses Spiel aus. Unglaublich. Aber was nicht so schön ist, unser Bruder oder Sohn, ich weiß es nicht, ist krank oder verletzt und ich glaube, wir müssen ihm helfen. Okay, das da drin, das sieht so aus, als müsste ich dahin. Deswegen, ich gehe mal gucken. Okay, da blinkt schon was auf. Okay, ich glaube, die beiden sind Geschwister, was ich da gerade in diesen Bildern gesehen habe. Ich brauche etwas, um Tacos Blutung zu stoppen. Die Frage ist nur, warum sind sie jetzt ohne ihre Eltern unterwegs? Sind sie freiwillig gegangen oder ist irgendwas passiert? Ich denke, das finden wir raus. Ich gucke kurz J. Okay, unsere Geschichte. Oh. Da haben wir auf jeden Fall einiges, was wir erfahren dürfen. Die Geschichte der Stadt. Oh, das sind noch mal mehr Bilder oder Erinnerungen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Kreaturen. Ja gut, aber die müssen ja lieb sein, weil wir haben ja schon gehört, es ist ein gewaltfreies Spiel. Was ich natürlich wirklich, ich muss sagen, noch mal, es gefällt mir sehr, dass es ein gewaltfreies Spiel ist. Und Monumente. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu entdecken. Und jetzt gehe ich suchen, wie ich Tacos Blutung stoppen kann.
Das Schöne ist, die Steuerung ist irgendwie intuitiv. WASD, Shift ist Rennen. Ich habe keine Ahnung, nach was ich irgendwie suchen muss. Huch, sorry. Es hat geleckt. Ich weiß auch nicht, es gibt hier immer so ein paar Grafik... Pixelstörungen? Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich... Ich kann auch nicht springen, wie es scheint. Muss ich mit dem Boot irgendwo hinfahren? Oh ja. Okay, wir gehen hier. Steuerung. Oh, da hinten war ein Wal. Habt ihr das gesehen? Okay, wir klettern jetzt hier hoch. Lyonnais Hotel. Und holen uns die Fetzen der Fahne. Und... Okay, ich glaube, hier können wir... Ah, okay. Jetzt kann ich auch mit Leertaste was anfangen. Oh, M. Mal gucken. Map. Vorräte. Ach so, ich glaube, hier sind jetzt Vorräte angezeigt. Weil ich jetzt was holen muss, oder? Oder muss ich auch uns Essen besorgen? Es sind noch zwei Geheimnisse. Diese orangenen Rauten. Okay. Okay. Maps in Spielen bin ich auf jeden Fall Fan. Von. Oh, ist ein bisschen Uncharted-Feeling. Wir haben oben sogar einen Kompass. Okay, weit ist es nicht mehr. Seht ihr diese Texturfehler, die ich meine? Weiß nicht, wieso wir die haben. Aber wir haben sie. Wir müssen noch eins höher auf jeden Fall. Oh, obwohl hier? Nee, damit kann ich ja nichts machen. Genau. Ich kann in der Karte leider nicht reinzoomen. Wo genau Geheimnisse sind. Ich hoffe, man sieht die irgendwie auf der Karte dann. Also auf, im Spiel. Hey, das reicht immer noch nicht. Wir müssen noch höher anscheinend. Hier geht's hoch. Oh, da oben, da blinkt was. Das ist hoffentlich was Gutes. Ah, die Vorratskiste. Wir brauchen nicht die... Ich hätte gedacht, wir holen die Fahnen. War das jetzt die Anzeige, wie viel Versorgungskits es insgesamt gibt?
Ich bin mir nicht so sicher, ob es ihm besser geht, ehrlich gesagt. Klar, wir haben das zwar... Muss man ja von den Kisten finden. Okay. Was ist das denn, was hier immer so zischt? Das klingt, als ob hier irgendwo ein LKW parkt. Gut, es geht ihm noch nicht besser. Wir müssen noch mehr Versorgungskisten finden. Deswegen machen wir uns direkt auf den Weg. Tee. Oh. Ich kann mein Teleskop verwenden, um entfernte Objekte zu entdecken. Da zeigt es mir was an. Ort zur Karte hinzugefügt. Okay. Hätte sogar noch weiter ranzoomen können, glaube ich. Und das Journal hat es uns angezeigt. Wir haben direkt einen neuen Geschichtsteil aufgedeckt. Und ich glaube, das heißt einfach nur, dass der Papa immer jagen gegangen ist und dann Büsche zum Essen gebracht hat. Ah, ich bin gespannt, was hier passiert und ob wir erfahren, ob die beiden freiwillig geflüchtet sind. Ah, ich gucke hier auch nochmal. Ich kann auf jeden Fall sehr weit zoomen. Ich weiß auch nicht, ob es mir mehrere Sachen direkt anzeigen würde oder ob ich immer nur... Ich habe das Gefühl, überall da, wo diese rot-weißen Fetzen sind, gibt es Vorratskisten. Aber das ist gut. Da waren wir ja nun schon. Okay, wir gucken mal. Auf der Map hat es uns ja jetzt zwei Sachen eingetragen. Da sind wir gerade. Hier müssen wir hin. Das scheint eine Art U-Boot. Oh, Boots-Upgrade. Okay. Und da ist eine Versorgungskiste. Und ich glaube, da fahren wir einfach mal hin und grasen die beiden Sachen ab. So, das Bootsupgrade war hier. Bootsupgrade 1 von 26. Ah, okay. Gut, jetzt gehen wir direkt dahinter. Und holen uns da oben Vorratskiste. Das heißt, ich halte mal so ein bisschen Ausschau nach diesen rot-weißen Fetzen. Ich habe noch ein Bootsupgrade gefunden. Pelikane. Ah, das war eine Kreatur. Pelikan. So, wie kommen wir da hoch? Blinkt was. Wartet mal, da gehe ich mal zuerst hin. Oh, ich glaube, das ist ein Teil von der Geschichte der Stadt noch. Sieht aus wie, es gab Unwetter. So. Wenn ich schon mal hier bin. Da ist ein Geheimnis. Da kann ich auf jeden Fall hoch. Und dort oben war ja die Vorratskiste, wenn mich alles täuscht, oder? Okay, wir gehen direkt wieder darüber. Bin ich jetzt runter? Komm ich in das Boot? Okay, ich habe einfach E gedrückt. Gut, dann gehen wir da zu dem roten Hinweis.
Normalerweise sind die Kantenmaler doch gelb. In diesem Spiel scheinen sie jedoch rot zu sein. Da ist noch was, was leuchtet. Rungholt-Gedenkbibliothek. Hier scheint es mehrere Geheimnisse zu geben. Mal sehen, wie viele wir finden. Was hängt denn da? Okay. Das ist auf jeden Fall auch eine Kreatur. Würde ich sagen. Geheimnis der Stadt. Das sieht ein bisschen aus wie Hochwasser, würde ich sagen. Ich sammle mal so ein paar Geheimnisse der Stadt und dann würde ich sagen, gucken wir wieder mal ins Journal, wenn wir ein bisschen was zusammengesammelt haben. Es ist ein Wal, der hier immer so klingt, als würde irgendwo ein LKW Luftdruck ablassen. Keine hoch. Weiß ich nicht. Sind irgendwie neue Pflanzen gewachsen nach dem Hochwasser? Weiß es nicht. Okay, wenn ich hier oben bin. Ist auf jeden Fall eine Vorratskiste. Da war noch ein Geheimnis. Wir gucken, wie wir weiter hochkommen. Wir mussten doch hoch, ne? Mussten wir an einem anderen Gebäude hoch? Ich schau mal, ob ich hier weiter rechts noch lang komme. Sieht so aus. Oh, ich muss sagen, das Spiel gefällt mir wirklich sehr optisch. Dass sich immer plötzlich die Kameraeinstellung verändert. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen Uncharted-Feeling. Da war das genauso. Ich denke, die Blumen, die werden uns schon richtig leiten. Ich glaube, so viel falsch hangeln kann ich mich hier gar nicht.
Da war schon wieder diese Gestalt. Habt ihr das da rechts? Vielleicht erfahren wir von der Gestalt noch ein bisschen was. Über die Geschichte der Stadt. Oh. Ist da irgendwie runter? Wartet mal. Ich will mal schauen, ob ich da hinkomme. Ja, komme ich. Okay, Frage beantwortet. So, jetzt gehen wir weiter hoch. Oder zeigt uns diese Kreaturen, wo noch Geheimnisse sind? Weil sie lief ja dort unten lang, glaube ich. Vielleicht finden wir raus, was das für eine Kreatur ist. Ich mache mir nicht so viele Sorgen, weil... Da ist sie schon... Oh, sie zeigt uns den Weg. Kann das sein? Hier noch nicht hoch. Mach mir nicht so viele Sorgen, ne? Weil das Spiel heißt ja, es ist gewaltfrei. Komm ich dann rüber, würde ich sagen. Dann gehen wir doch erst hier hoch. So, aber dann kommen wir jetzt automatisch zurück. Zu unserem... Oder kann ich jetzt erst in Ruhe sammeln? Ich würde halt gerne noch ein bisschen sammeln, wenn das geht. Wisst ihr was? Ich gehe erstmal darüber, weil wir sehen ja, wir kommen hier wieder zurück und holen uns dann den Vorrat. Ich glaube, das wollte uns die Kreatur zeigen. Dass wir da rüber können. Ich gehe erstmal kurz hier gucken. Wir müssen hier rüber. Ist auf jeden Fall mutig, die Kleine. Die klettert hier ohne Sicherung und doppelten Boden. Wir haben auf jeden Fall noch einen Teil der Geschichte. Kurzer Leck. Jetzt gehen wir da mal hoch, weil was anderes haben wir hier nicht mehr. Da hinten ist sie wieder. Sieht ein bisschen aus wie so eine Art Wassermann. Wie bei Witcher 3, oder? Tschüss. Danke für den Hinweis, dass ich hier einen Teil der Stadtgeschichte finde. Okay, hier kommen wir auch nicht durch, das heißt... Kommt sie denn da hoch? Nein. Kannst du da oben ranspringen? Ah, okay. Ich war noch nicht weit genug am Abgrund. Gut, dann holen wir uns jetzt aber die Vorratskiste und gehen zu unserem... Ja.
Jetzt haben wir Wärme. Oh, cool. Jetzt können wir da das Feuer entzünden, gehe ich von. Oder die Kerzen. Ist doch ein Wassermann, oder? Oh je. Taku to Beste. Get what here. Brauchen wir was zu trinken für Taku. Ich glaube, unsere Mutter ist ertrunken. Ich glaube, sie kam in ein Unwetter und ist dann leider ertrunken. Schauen hier nochmal rein, was wir hier alles so. Wir hatten hier ja einiges aufgedeckt. Oh, das war sogar gut in der Reihenfolge. Okay, es sagt mir noch nicht so viel. Bei den Kreaturen haben wir den Pelikan. Keine Monumente bisher. Okay, aber wir haben schon ein Stück von unserer Familiengeschichte aufgedeckt. Und das klingt nicht so schön. Also es kann sein, vielleicht täusche ich mich. Vielleicht geht die Mama auch nur tauchen. Aber ich glaube nicht. Okay, wir entdecken mal unsere Geschichte weiter.